Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Was ist neu in the Forest mit der Axt im Walde. Wir spielen in diesem Fall die Version 0.41 und wieder mal zwischenzeitlich ist hinzugekommen 0.41b. Ja. Behebt ein paar Dinge, ja, das tut natürlich auch das Update 0.41 und ich sag auch hier forum.2 für forest.net einfach mal durchlesen, gesamten Patch Notes ist ein bisschen was, nicht so viel wie zwischendurch immer. Und ich sag mal, kommen wir auch gleich zum Thema. Theorie ist ein Babyleichenhaufen oder sowas ist neu. Ja, irgendwo soll der rumliegen, denke ich mal. Ich weiß nicht, ob das hier menschliche sind oder Mutantenbabys, weiß man nicht, ja, aber es soll hier was neu sein. Die Gegner bekamen jetzt auch ein Ragdoll. Hier so ein, wie heißt es, Hybrid-Ragdoll-System. Für Wände und Felsen zugewiesen. Ja, das heißt, wenn die hier auf Wänden oder nahe Wänden oder irgendwie dort ankommen oder von Felsen abprallen. Jo, dann verhält sich das mit Ragdoll ganz richtig. Das sagen die Entwickler. Und auch der Kartoffelsack Mutant ist jetzt in der Galerie zu finden. Der soll es zuvor nicht gewesen sein. Ja. Jo, und jetzt kommt wie immer der praktische Teil. Im Überlebensbuch. Ja, ist gleich zu erkennen. Hier gibt es neue Farben. Das auch alles ein bisschen... Hier, speziell bei den Bildern ist das hier ein bisschen farbig gekennzeichnet worden. Das sieht man auch hier unten. Ja, mit den Knöpfchen hier wird es ein bisschen, was weiß ich, das sind ja teilweise grauenhafte Farben. Ja. Na gut. Das ist auch neu und ist hier was drin? Nee, der ist leer. Das ich denke mal, das trifft sich gut. Wir gehen, ich habe hier schon was aufgebaut. Wir gehen ein bisschen Wasser holen. Ja. So, wo ist denn hier der nächste Teich? Ja, hier drüben. So. Jo, und wenn ich jetzt... Menno. Oh. Ja, die Verrückten sind auch hier. Dann machen wir das andersrum. Ne? Wenn ich hier jetzt rauf gucke im Inventar, ist hier eine Anzeige, die sagt mir, ich habe hier 100%... In dem Fall verunreinigt das Wasser da drin, aber ich habe hier 100% drin. Ja, das heißt, wir haben hier eine Prozentanzeige. Das ist ganz gut. Ja, ja, wer das möchte, ist in Ordnung. Warum wir hier ein bisschen aufgebaut haben, ist die Entwickler meinen, während uns die alle hier im Nacken den Wahnsinn in den Leib kreischt. Die Entwickler meinen, wir haben hier drei... Nee, wir haben hier, wie war das gewesen, neue Baumstammmodelle, ja, und drei Variationen davon. Ja, ich guck mir das an und denk mir, gut, ich guck mir hier die Texturen an, ja, und so vom Modell sieht es jetzt auch nicht großartig anders aus, ne? Ja. Vielleicht ist hier was bei den Texturen anders, ich weiß es nicht, ja. Ist mir auch egal. Ja, eigentlich müssten wir hierzu jetzt erstmal runter. Und wir nehmen auch so ein Baumstämmchen ein oder zwei mit. Und dann laufen wir herunter. Das hat einen guten Grund. Ja. So, und gehen jetzt auch hier auf unsere neue Anlegestelle. Und ich sag mal, goodbye. Ja. Die haben das jetzt hinbekommen, die Entwickler haben das hinbekommen. Ich kann mich hier erinnern, ja, zu Anfangs, schon in den ersten Versionen von The Forest hier, die Leute alle so nie in meine Baumstämme gehen unter und ich dachte mir, ja gut, wer hier Mods hat oder ähnliches, kann die wieder auftauchen, ne? Aber ich meine, immer ist ja nicht dauernd einer mit Mods unterwegs. Ja. Und so war das, sag ich mal, für das cheatlose Zocken ist das natürlich jetzt schon ein bisschen anstrengend gewesen. Aber endlich ist das hier, endlich! Ja, hier, so. Wunderbar. Ich denke mir, die lassen wir hier ein bisschen... Oh nee, die lassen wir nicht rumtanzen. Wenn es hier keine Möglichkeit gibt, ja, dass ich die hier rausnehme, wie gerade oben vom Steg hier dran. Ich kann die ein bisschen rumschubsen. Es geht hier auf der Breitseite. Wunderbar. Ja, auf der Längsseite ist es ein bisschen ungut. So, komm mal hier, du, mein Lieber. Raus!
Ja, schon besser. Und raufgerollt. Ja, ist wunderbar. Es läuft. Ist auf jeden Fall eine wunderbare, tolle Neuerung, finde ich. Ja. Wir haben auch eine Fischreuse. Ja, oder ein Fischernetz. Ich finde, das ist eher ein, nicht mal mehr ein Fischgitter. Ja, aussehen tut das wie hier so ein, ich weiß auch nicht. Ja, halb hingebasteltes aus dem Zweiten Weltkrieg so zum, weiß nicht, Abwehren von irgendwelchen Angreifern ist. Babbeli Schwabbel. Ja, auf jeden Fall. Ach so, ja, wie man das macht hier, ne? Wir gehen auf den Index, ja, zu den Fallen, die Traps. Und ich nehme hier eine Hasenfalle oder Tierfalle in dem Fall. Und die sieht auch ganz normal aus. Aber wenn ich die hier jetzt übers Wasser drüber führe, ja, und ihr seht, es lässt sich auch in der Höhe hier nicht wirklich ändern, ja. Es sinkt irgendwie nach unten mit. Ja, es ist ein bisschen merkwürdig. Ja, ich weiß nicht. Die Entwickler meinen auch, bitte dort platzieren, wo auch Fisch unterwegs ist. Ohne Fisch läuft das nicht wirklich gut. Und ich denke mir, gut, vielleicht ist ja das Problem, dass hier kein Fisch gerade anwesend ist. Also nicht der, ein Fisch. Ja, die Fische, der Fisch, ja. Ich platziere jetzt hier einfach ein Hausboot hin, ja, und ziehe das mal kurz an Land und man wird sofort erkennen, das klappt hier an Land nicht mehr so richtig, ja. Erst wenn ich das wieder über das Wasser drüber führe, komm mal hier, na, wo wollen wir denn eigentlich hinfahren? Das ist ganz wichtig hier beim Ausrechnen der Blaupause, na, so, geht nicht, geht nicht, geht. Und einmal Platz. Ich baue das auch mal kurz fertig, ne? So, Hausboot ist fertig, ja. Ich komme mal auch hier rüber, nehme das Ganze. Und wir fahren auch mal rüber zur Anlegestelle. Hier eben kommen, man, ich sehe ja nix. Das ist ganz wichtig, ja. Neuerung, dass man hier richtig ranfährt. Ich weiß nicht. Ich pack mich einfach mal so dran, vorne hier. Und ich denke, das wird irgendwie so klappen. Ja, müssen wir gucken. Nee, ich bin noch zu weit weg. Oh, so klappt das nicht. So, und man erkennt das auch gleich, wenn man hier das Ruder loslässt, ja, dass hier vorne links oben in der Ecke ein zusätzliches Symbol auftaucht. Das lässt sich manchmal aber nicht immer wirklich betätigen. Und da das hier, also von dieser Position aus. Na, und darum gehen wir auch hier hin und jetzt kommt das Symbol ein bisschen deutlicher. Hier geht es darum, dass sich das Hausboot, und das funktioniert ausschließlich nur beim Hausboot, ja, dass sich das Bötchen hier ordentlich an einen von diesen Anliegestellen Beinen ranführe, so nah wie möglich. Und dann bekomme ich hier so ein Symbol und ich halte auch die Taste E gedrückt, wichtig. Ja, und bekomme hier so ein Tau dran. Ja. Ja. Und das Fantastische dran ist, das Tau teut auch richtig. Und ja, es hat leider nicht ganz gereicht, ne? Für den letzten Zentimeter. Und wir rudern, ja, wir rudern hier jetzt zurück. Nach vorn ist ohnehin nicht, ne? Und nach hinten aber auch nicht. Ja. Und, ja, ich weiß nicht. Vielleicht ist das hier gut für The Forest Capture the Flag, falls mal hier so ein Multiplayer-Modus irgendwann erscheinen sollte, dass das nicht so flott geht, wenn hier der Gegner in die Basis fliehen möchte und dabei das Floß nutzen muss. Ich weiß auch nicht, ja. Das nicht wegschwimmt, dass es schick aussieht. Wir haben auf jeden Fall hier eine Nebelsuppe, die sieht überhaupt nicht schick aus. Ja, das mal vorweg. Aber im Groben und Ganzen, das ist es gewesen, ja. Ich bin auch immer die Axt im Walde und werde es auch bleiben. Denn dann bin ich wieder dafür. Was ist neu in The Forest mit der Axt im Walde zu Version 0.42? Denn das war die Version 0.41. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.